Hallo. Wie geht's dir? Aufgeregt, ein bisschen. Zum Mutterbegriff, das kann man das erklären. Kann man das erklären? Das ist eigentlich absolute Liebe. Ein früher nicht ganz so entspanntes Verhältnis, so in der Teenagerzeit war es alles ein bisschen kompliziert, ist ja normal. Im Nachhinein fängt man erst an zu verstehen, wie schwierig es alles war. Ich bin, ohne zu übertreiben, jeden Tag eigentlich dankbar dafür, dass meine Mutter da ist. Egal wie schwierig, kompliziert es ist, sie ist immer da. Sie ist ziemlich verplant, aber auf eine süße Art und Weise. Sie versucht uns halt immer glücklich zu machen. Wir können über alles reden. Sie ist auch die ganze Zeit für mich da. Wenn sie mir was macht, guckt sie schon, dass sie also das Beste macht. Und deswegen mag ich sie einfach. Weil sie sehr nett ist und alles. Ich bin alles andere als die perfekte Mutter, glaube ich. Ich bin die Chaotin. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen wenig Zeit für die Kinder gehabt. Im Gegensatz zu meinem Mann bin ich relativ hart. Ich könnte manchmal noch gelassener sein, da geht manchmal vielleicht mein Temperament mit mir durch. Wenn es so richtig kracht und das Kind dann einfach die Türen schmeißt, dann geht es einem selber überhaupt nicht gut dabei. Er ist ein Trennungskind, leider. Das habe ich immer bedauert. Man kann gar nicht perfekt sein. Man lernt auch mit den Kindern und durch die Kinder. Wir haben was für dich vorbereitet und ich glaube, das zeigen wir dir jetzt einfach. Sie ist immer für uns da. Also sie ist unsere beste Freundin sozusagen. Ohne sie wäre ich jetzt nicht hier, weder körperlich noch in so weit, wie ich jetzt bin. Wie oft kuschelst du mit deiner Mom? Vielleicht jeden Morgen. Wie ist das? Toll. Sie ist halt immer warm, wenn ich sie anfasse. Ich würde mir wünschen, dass meine Mutter vielleicht jede Woche einmal für mich da wäre. Und nicht nur über FaceTime, wo man sich zwar sieht, aber nicht anfassen kann oder in den Arm nehmen kann. Ich will ohne meine Frau nicht sein und ohne Mama und ohne die Familie will ich nicht mehr sein. Ich hätte mir keine andere wünschen können und du bist einfach die Beste. Was bist du denn hier? Oh, eine Schöne. Wie sie mich erzogen hat, was sie mir mitgegeben hat, all das macht sie wow.